Oh, Seven vs. Wild Location. Da kann ich auch was zu sagen, Chat. Hohe Mieten, teure Lebensmittel oder einfach nur Ebbe in der Kasse. Das Phantas auf der Reeperbahn. Alter! Das muss ich gucken, das klingt ultra geil. Aber erstmal das hier. Ich bin's Fritz und es geht mal wieder, ihr habt sicherlich schon gesehen, um das Thema Seven vs. Wild. Vorab ganz wichtige Info, in einigen Wochen geht es schon direkt los mit Staffel Nummer 4. Das Ganze findet bei unserem Partner Amazon Freeview und Prime statt und natürlich hier auf diesem YouTube-Kanal. Also schon mal auf jeden Fall. 200 Subs und ich sag alle Ergebnisse, Chat, es ist mir egal. Ich mach das nur zu meiner eigenen persönlichen Belustigung. Mein Abo da lassen. Spaß, die mach ich nicht. Und heute geht es um das Thema Location. Wir befinden uns, wie ihr vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund erahnen könnt, in Neuseeland. Ja, also in der Nähe von Australien. Wir sind einmal auf der anderen Seite der Erde. Das heißt, extrem lange Anreise, aber, und das ist das Wichtige, verdrehte Jahreszeiten. Im Hintergrund Schnee, bedeckte Berge, es ist frisch, es ist kühl. Ich habe das schon auf Twitter gesagt, Chat, und ich bleibe dabei, es ist, und sage nicht nur ich, sondern das state ich jetzt nochmal ganz offen, das haben auch Leute gesagt, die selber, unter anderem auch er hier, gesagt, es ist die härteste Staffel Seven vs. Wild aller Zeiten. Es ist die härteste Staffel Seven vs. Wild aller Zeiten, weil die klimatischen Bedingungen und die topografischen Bedingungen vor Ort so krass gewesen sind, dass es wirklich für Teilnehmer lebensgefährlich gewesen ist. Es ist for real so. Es ist for real so, Chat. Ich weiß halt nicht, wie die Staffel jetzt geschnitten ist und wie die ist, aber von denen, was ich an Erzählungen bekommen hat, Alter, wirklich, wirklich, wirklich krank. Krank. Also Temperaturen nachts, die weit weg von allem anderen bis jetzt gewesen sind, was man hatte. Selbst in Kanada nicht mal. Das ist wirklich, wirklich krass. Das ist wirklich krass. Seven vs. Wild wird dieses Jahr eine sehr, sehr heftige Staffel werden, Chat. Und es wird für ein paar Überraschungen auf jeden Fall gesorgt. Das kann ich euch sagen. Und es passieren Dinge, die es so bei Seven vs. Wild einfach noch nicht gegeben hat. Die gab es so noch nicht, weil bestimmte Dynamiken sich entwickelt haben. Es ist verrückt. Es ist wirklich, wirklich verrückt. Und es gab Momente der Lebensgefahr. Also wirklich Lebensgefahr. Ne? Wir haben die letzten Jahre immer so im August rum gedreht und da war es irgendwie auf der Nordhalbkugel immer sommerlich warm. Wir haben immer ein bisschen, zumindest auch in Kanada letztes Jahr, mit rougherem Wetter gerechnet, aber haben gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht so und wir müssen ein bisschen was in Kauf nehmen. Einen weiteren Weg, um wirklich mal, ja, andere Wettersituation zu haben. Und genau aus diesem Grund sind wir jetzt hier. Hat Julia deshalb nur vier Finger? Verstehe ich nicht. Bei der Kälte und diesen Witterungen ist natürlich die Energieabgabe eine ganz, ganz andere als in den letzten Staffeln. Da war es immer sommerlich warm, da konnte man sich auch einfach mal irgendwie hinlegen, kleinen Mittagsschlaf machen, einen Ruhetag. Und das wollen wir natürlich ein bisschen vermeiden. Wir wollen schon ein bisschen auch den Kampf mit den Elementen haben. Staffel 1 im Sommer von Schweden, Staffel 2 in Panama zur Regenzeit, Staffel 3 im kanadischen Sommer und jetzt, wie gesagt, in Neuseeland. Wir haben Herbst bzw. Ende Herbst, ja, im Übergang zum Winter, was natürlich die Gegebenheiten deutlich, deutlich knackiger macht. Neben der Knackig ist so krass. Jahreszeit und Temperatur hat sich eine Sache auch extrem verändert. Das war mir besonders wichtig und wollte ich eigentlich schon am liebsten in Staffel 3 haben. Wir sind nicht mehr auf einer Insel, wir sind an keinem großen See, wir sind auch an keinem Meer, sondern wir sind, ja, ich sag mal, im Gebirge bzw. in einem Tal, wo wir rundum die Berge sehen und ja, durch diesen Tal ein Fluss fließt, an dem sich dann die Location bzw. die Locations befinden. Die Region, in der die Teilnehmer ausgesetzt sind, befindet sich 600 Meter über dem Meeresspiegel. Zusätzlich haben wir ein schön gemischtes Gebiet, also... Mann, ich würde so viel gerne erzählen. Das Ding ist halt, das sieht alles jetzt hier nett aus auf den Aufnahmen. Das war aber nicht so. Eiflächen, aber auch Waldlandschaften. Wir haben einige Höhenmeter drin, aber natürlich auch die Flussaufwärts- und die Flussabwärtsregion, die nicht so viele Höhenmeter beinhaltet, damit die Teilnehmer sich auch gut bewegen können. Wir sind auf einem Privatgelände, das heißt... Feuer machen ist kein Problem, Jagen ist kein Problem, Fallen stellen, Fischen, alles Mögliche ist erlaubt und natürlich auch Bäume fällen. Die Temperaturen können auf jeden Fall nachts ordentlich in den Minusbereich fallen, das heißt, es... Ja, also, ja, er sagt es gerade schon, es war kalt nachts, ja. Es ist mit Frost und vielleicht sogar Schnee zu rechnen, wir werden es sehen. Regen ist auch ein Thema und vor allem, und das ist natürlich nochmal sehr speziell, gerade bei den Temperaturen, wir haben eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, ja, 80-90%, was das Ganze nochmal sehr herausfordernd macht. Das heißt, es liegt auf der Hand, wir sprechen ganz klar von der härtesten und kältesten Staffel, was ja, die Wettergegebenheiten angeht, die wir je hatten. Was uns natürlich auch extrem wichtig war, wir wollten eine große Anzahl und eine Vielfalt von ja, möglicher tierischer Notnahrung haben, sowohl klein als auch groß. Das heißt, wir haben Vögel, wir haben Opossums,
Wir haben Kaninchen bzw. Hasen. Wir haben es ist so crazy, Chad. Ich würde am liebsten alles erzählen, was ich weiß. Es ist einfach nur so crazy. Es ist wirklich, wirklich verrückt. Es ist wirklich, wirklich einfach verrückt, was da abging. Es ist einfach, wenn ich jetzt an alle Sachen denke, die ich weiß, holy, 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 holy. Ich freue mich sehr auf die Staffel, aber das ist kein Gelaber von wegen, es wird die härteste Staffel überhaupt, es wird for real die härteste Staffel, weil das, was mir erzählt worden ist, das kann man nicht toppen. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich, Chad. Das ist einfach so das Thema Lebensgefahr. Es ist einfach verrückt. Es ist wirklich, wirklich verrückt. Wildschweine. Aber ich sag nichts. Ich spoiler hier nicht. Chad. Aber freut euch drauf. Freut euch wirklich drauf. Hirsche und vieles mehr. Das komplette Gebiet, wie eben schon gesagt, ist ja im Privatbesitz. Oh, vielleicht nicht nur die Tiere. Das heißt, dort sind auch vereinzelt immer wieder Jäger unterwegs. Und dadurch haben wir... Urukais, ja? Herr der Ringe, jemand, die Orks, kommen aus Neuseeland. Denkt mal drüber nach. Das ist guten Erfahrungswert, was sich da wirklich alles befindet, wie hoch die Population ist und wie hoch auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man dort etwas erlegen kann. Wir selbst waren ja auch schon beim Scouting unterwegs und haben wirklich jeden Tag und mehrfach Tiere gesehen. Und man findet einfach ein Ballrock. Gefühlt wirklich alle 5 Meter irgendwelche Tracks, irgendwelche frischen Abdrücke und natürlich auch Losungen. Zusätzlich gibt es... Also Losungen, er meint damit, dass man alle 5 Meter einen Losstand findet, ja, wie von der Kirmes, wo man Lose kaufen kann. Da die Teilnehmer aber kein Geld hatten, konnten sie keine Lose kaufen bei den Losständen und mussten leider verhungern. Weil wenn sie Geld gehabt hätten, dann hätten sie da Bingo spielen können und Geld, also Essen gewinnen können. Das ging leider nicht. Das meint Tier Fritz mit Losung. Der Wald ist vollgeschissen, hat er gesagt. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Das heißt, der Wald war voller Kacke, ja. Es gibt natürlich auch noch einige essbare und auch giftige Pflanzen und verschiedene Pilze. Das heißt, es gibt zum Beispiel verschiedene Wurzeln, die man... Das Thema Pflanzen ist auch ganz verrückt, Chad. Das Thema ist auch verrückt. ...ausgraben kann und essen kann zum Aufkochen, Anrüsten, was auch immer. Oder auch sehr viele Hagebuttensträucher. Wenn euch generell noch Fragen zur Location ein... Thema Essen, verrückt. Was ihr noch unbedingt wissen wollt, was ihr vielleicht in dem Moment vergessen habt. Seven versus Code. Aber dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, checkt das ein bisschen durch, like die Sachen durch, die euch auch interessieren und dann werden wir generell sowieso am Ende nochmal eine große Q&A-Session machen. Wir werden hier geedged, das ist krass. Ich füge auch nochmal ein bisschen Edging hinzu, Chat, aber es ist wirklich so. Ach, das wird einfach nur geil. Und Fragen der Community einzugehen. Oh. Und im nächsten Video geht es aber erstmal um den neuen Spielmodus, was wir uns da überlegt haben. Denn es gibt mal wieder, wer hätte es gedacht, einige Veränderungen. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann natürlich auf jeden Fall Kanal abonnieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal hier Abo da lassen. Es ist wirklich so. Wirklich, wirklich geil. Das wird ein geiles Ding, Chat. Ja, wird gut.